MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Wir befinden uns auf dem Waldplaneten Paklan. Eine Bande an Kopfgeldjägern und so ein Maustyp oder keine Ahnung welchem Tier findet ihr, ähnelt ihr am meisten? Schreibt mal in die Kommentare. Jedenfalls, die Kopfgeldjäger nähern sich Darth Maul und Savage Opress, denn jemand hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Der Anführer schickt ein Verliehen voraus in der Hoffnung, dass dieser die beiden Sabraks mit seinen Pheromonen manipulieren kann und man so zu einer gewaltfreien Lösung kommt. Tja, Maul, Savage und gewaltfrei. Passt super zusammen und deswegen wird der Verliehen auch nach draußen geschleudert und mit der Macht getötet. Der Maustyp bekommt derweil seine Bezahlung, weil er sie zur richtigen Stelle hingeführt hat und ist der einzig Schlaue, denn er zischt ab. Die anderen marschieren rein und fordern die beiden Sabraks auf, ihre Hände zu heben. Um Gottes Willen. Savage, kümmere dich um sie, sagt Maul. Gesagt, getan. Wir befinden uns nun in Coruscant, wo ein Padawan seine Meisterin fragt, wieso der Rat sie denn herbeigerufen hat. Meisterin Salmara antwortet, es gehe um Darth Maul. Der Padawan wundert sich natürlich, wie zur Hölle der Sabrak die Zweiteilung überlebt hat. Und Salmara antwortet, dass Hass schwer zu töten ist und Maul erliegt dem Hass und besteht geradezu daraus. Jedenfalls sehen wir jetzt wieder den Anführer der Kopfgeldjäger und Maul fragt, wie zur Hölle er auf die Schnapsidee gekommen ist, die beiden anzugreifen. Er antwortet, dass ein großes Kopfgeld auf sie ausgesetzt sei. Maul will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Er antwortet wiederum Jabberwock. Maul fragt, wer zum Teufel ist Jabberwock? Und der Typ sagt, hast du in einer Höhle gelebt oder warum weißt du nicht, wer Jabberwock ist? Ja. Die grausame Ironie an der Sache ist, die Antwort lautet ja. Und damit ist die Sache dann auch beendet, sag ich mal, gelinde. Mashallah ist das brutal. Zurück beim Jedi-Rat erfahren wir, dass Jabberwock einer der größten Bergbauunternehmen der Galaxis führt. Die drei Jedi werden beauftragt herauszufinden, woher Jabberwock weiß, dass Maul lebt. Dazu begeben sie sich zu einem Bergbau in Murjon, weil er sich gerade dort befindet. Da er ein wichtiger Verbündeter ist, sollen die Jedi vorsichtig mit ihm umgehen. Wie jetzt die Sabraks wissen, wo Jabberwock sich befindet, erfahren wir nicht, sie werden es irgendwie herausgefunden haben. Wir sehen jetzt Einheimische des Planeten, die neugierig sind beim Anblick der Ankunft des Schiffes. Savage bezweifelt derweil die Entscheidung Mauls, die Konfrontation zu suchen. Doch Maul sagt, wir können es nicht dulden, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Ist es nicht der Weg der Sith, sich im Schatten zu halten, fragt Savage. Maul erwidert darauf, dass er bereit ist für einen Angriff der Jedi, doch dass er nicht von gierigen Kopfgeldjägern aus dem Schatten attackiert und genervt werden möchte. Doch überraschenderweise ist Savage immer noch nicht begeistert von der Idee. Von oben sehen die Sabraks, dass Jabberwock dort eine kleine Armee vorm Eingang am Start hat. Einheimischen betrachten das Ganze immer noch aus der Ferne. Ein Soldat kommt auf die Sabraks zu und fragt, was deren Anliegen ist. Diese Stelle finde ich sowohl komisch als auch gruselig. Maul flüstert ihm was ins Ohr. Was genau, können wir jetzt aber nicht wissen. Jedenfalls geht der Typ mit einem, wie es aussieht, Thermaldetonator zurück in die Mitte und sieht vollkommen entgeistert aus. Der andere fragt ihn, was zur Hölle er da macht. Er antwortet, keine Ahnung. WTF. Ja, und dann macht's Bumm. Und die Sabraks schlachten sich den Weg durch den Eingang frei. Jetzt sehen wir zum ersten Mal Jabberwock. Ihm wird über dieses, ja sagen wir, unerfreuliche Ereignis berichtet und ihm wird vorgeschlagen, dass er sich evakuieren lässt. Was sagt er? Nö, lass ihn mal lieber reinkommen. Einer der reichsten der Galaxis, aber dümmer als ein Toastbrot. Und dann lässt er noch so einen dummen Spruch raus, von wegen, ey, so funktionieren Kopfgeldjagden aber nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um das Geld selber abzuholen. Doch dann gibt's einen Push von Savage Richtung Lava. Der Spast fliegt runter, doch wird aufgehalten von den Jedi. Während Savage nicht gerade enthusiastisch über die dazugekommenen Jedi ist, könnte Darth Mauls Grinsen nicht teuflischer sein. Freunde, wenn ihr die Fortsetzung dieses Comics, also der ist jetzt zu Ende, aber das ist eine ganze Reihe aus 4 Comics, sehen wollt, dann penetriert den Abo-Button und bumst auf jeden Fall mal die Glocke durch, denn sonst werdet ihr nicht darüber benachrichtigt, wenn die nächste Folge kommt und die Abo-Box funktioniert ja bekanntlich schlechter als ein Feuerzeug im Weltall. Ansonsten, wenn ihr diese aufwendigen Videos supporten wollt und gleichzeitig dabei auch noch sparen wollt, dann checkt jetzt mal den MMOGA-Link ab, wo ihr alles im Bereich Gaming enorm reduziert bekommt, also Spiele, Spielwährung und so weiter. Checkt ab, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.
Yeah.